Schön, da liegt was. Gut zu wissen. Okay, da ist gerade ein Zombie gespawnt. Hier liegt sogar, glaube ich, ein bisschen sogar. Was das denn? Schalldämpfer? Ach nee, ein Jagdmesser. Ausrüstung. Boah, liegt hier viel Nippes. Dann haben wir mal ein Jagdmesser. Mehr brauchen wir davon nicht. Lagen noch zweimal M1014 Schrot und genau der schon da hinten liegt jetzt eine M1014 mit keinem Magazin. Aha, ich wette drum. Würde ich denn auch hier schon eine. Achso, das war der Kriegszombie, den Rasen hier geplättet hat. Überall diese Tanks stehen. Ey. Oh, hier ist ein schöner Berg, ein paradiesisches Reich. Wenn die Untoten nicht wären. Dann wäre das eigentlich ganz angenehm hier. Das muss mal ja gesagt werden. Ja, jeder stirbt mal in DayZ. Früher oder später wirst du sterben, du. Ja, auch du wirst sterben. Scheiße, hier kann man nicht rein. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. So. Ich hoffe mal, wir finden jetzt erstmal noch eine Stadt. Wäre mir jetzt lieb, um wieder Sachen zu finden, weil wir die ja letztes Mal verloren haben. Ich komme nicht klar, ey. Ohne Bewaffnung fühle ich mich immer so unbewaffnet. Liege ich denn da am Rasen? Ja, Schweinchen! Sind Blumen. Muss auch dazu schreiben, ey. Oh. Geil. Sarani. Hey, die drehen doch Pornos, oder nicht? Das sieht schwer danach aus. Nette Wohngegend. Nett. Oh, da hinten ist noch ein großer Berg. Wahrscheinlich da oben drauf hocken sie alle mit ihren Scheiß-Sniper-Gewehren. Sitzen sie da und warten so drauf, dass Leute wie ich hier angenippelt kommen. Und dann batsch und wieder tot. So, nachdem Brower Power erfolgreich gestorben ist, verliert er nun auch die Verbindung. Gemein. Wurde ich gesehen? Wurde ich gesehen? Wurde ich gesehen? Komm ich mal den Teufel mal an der Wand. Hey, ich glaube, da hinten ist der Leuchtturm. Oder? Aber mein Auge. Mein allsehendes Auge sieht, dort wird nicht verfolgt werden. Okay, gut. Wenn da hinten der Leuchtturm ist, auf der Insel Dings da. Dann bin ich jetzt gleich wieder bei Elektro und werde wahrscheinlich wieder gemettet. Sieht mir sehr stark nach Waldgebiet aus. Das ist nicht der Leuchtturm, das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwie. Was ist das denn? Ihr habt meinen Hund wiedergefunden. Ja, mein Hundi. Kein Auto? Kein Auto? Kein Zombie? Gott. Wow! Na komm her, Grünhilde. Komm, die stecke ich mir in den Rucksack. Komm, Milch melken. Na los, komm, wir melken jetzt. Melk, melk, melk die Kuh. Melk, melk, melk die Kuh. Was ist das? Das ist doch so ein. Da gibt es bestimmt gut Jägerstände aus zum Looten hier. Frame-Einbruch? Meh, 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 das Gras, meh, meh, meh.
Irgendwie habe ich doch mal einen Zombie. Oder bin ich das selbst? Der hier so eine Geräusche von sich gibt. Was ist das da für eine Insel? Ach, wir tackeln hier so auf Steine. Oh nein! Der Leuchtturm. Wir sind gleich wieder eine Elektro-Freunde. Ich freue mich. Mann, meine Freude ist kaum in Worten zu fassen. So glücklich bin ich. Wirklich. Ernsthaft, ich freue mich richtig. Nee, Moment. Dies ist gar nicht... Was ist das? Was ist das? Hier sind Inselflächen ohne Ende. Wo bin ich? Steigt meine Menschlichkeit, wenn ich jogge? Oder wenn ich laufe? Weil sowas tun Menschen doch, oder? Laufen. Da ist ein Piratenschiff abgesoffen. Auf der Insel gibt es bestimmt gut was zu holen. Sollen wir nochmal rüber? Was ist das? Ich will da jetzt rüber. Wahrscheinlich kann man da gar nicht rüber. Nee, das ist nur Zeitverschwendung. Nee. Oh Mann, ich will aber hin. Nee, vielleicht gibt es eine Helikopterfrage. Ich kann ihn eh nicht reparieren. Vielleicht ein ganzer Helikopter. Nee, wird er nicht sein. Ach Gott, was ist das? Ich will wissen, was das ist. So was abgesoffen. Piratenbötchen. Sagt mir was auf der Insel ist, bitte. Irgendwer wird da schon drauf gewesen sein, weil ihr so neugierig wart wie ich. Aber ich bin zu beschäftigt, da jetzt rüber zu... Was ist das? Ah, nennt man Ast. Da jetzt rüber zu vegetieren und Hilfe und Vogel werde jetzt ein eigenes Bild von zu machen. Dort wäre mir jetzt nicht gerade passig. Ja, was liegt da? Ein Stein. Toll. Stein kann ja auch super viel anfangen. Könnte ich ja schmeißen. Aber nein, das geht ja in Daisy nicht. Aber es ist cool. Daisy ist cool, muss ich sagen. Daisy ist ein Spiel, was mir gefällt. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Schreibt meine Kommentare, was euer längster Überlebens, was eure längste Überlebenszeit war. Also meine waren 12 Tage. Knapp 13, irgendwie sowas. Könnt ihr mir ja mal verklickern. Oh. Frame-Einbruch. Auf 2 runtergegangen. Boah. Klick, 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 klick. Das war ganz unangenehm, würde ich sagen. 2 FPS pro Sekunde guckt man schon ein bisschen blöd aus der Wäsche. Okay, oh, wir dürfen nicht mehr so lange so durchsprinten. Jetzt müssen wir doch langsam echt mal irgendwas finden, was wir trinken können. Halt Schild da trinken, da gibt's bestimmt, kann man bestimmt irgendwie ausfringen oder so. Der Typ, den wir hier spielen, der hat zu wenig Bear Grylls geguckt. Der wüsste jetzt, dass man einfach Elefantenscheiße nimmt und die ausdrückt, dann ist da nämlich komplett reines Wasser drinne. Schmeckt auch nicht nach Scheiße oder so, das ist klares Wasser. Die ist da drüben, da ist auch ein Weg. Aber neu, ja, Moment, ich mach mal kurz. Hinterm Ohr kratzen, ich mag das so, da fängt mein Bein immer so um zu zittern. Viel Spaß. Hey, der Sonnenblumen, der Lamm. Gib mir Sonnenblumen. Was ist denn für eine Straße? Haben wir 40 Grad im Schatten oder was? Dass der Teer schon schmilzt. Okay, wo bin ich?
schon in der falsche Richtung gelaufen, ich sehe das doch. Hier scheint es aber wirklich nicht gerade angenehm kühl zu sein. Der Teer schmilzt, wenn wir drauf treten. Oder unsere Sohlen brennen einfach schon. Beunruhigt mich. Ein bisschen. Ich bin voll in die falsche Richtung gerannt. Ich weiß es auch jetzt schon. Tscherno liegt ja schon nicht da drüben. Direkt in die andere Richtung. Ich könnte ja mal auf den Berg da oben gehen und gucken, was mich da erwartet. Wahrscheinlich mein Tod. Das, ich glaube mal, da vorne ist eine Bahnlinie. Also eine Schrankendings. Oh Gott, ich muss gerade. Meine Nase kribbelt gerade wieder. Was ist das? Oh, hoffentlich nähern wir uns bei einer Stadt. Hoffentlich sind wir nicht total scheiße gespawnt. Lassen wir hier auch Fußabdrücke. Hier geht's. Wahrscheinlich lassen wir auf den Teilstangen von der Schiene Fußspuren. Ah, nee, gar nicht mal. Hä? Hä, Grünhilde ist uns gefolgt. Die kennt die Gegend besser als wir. Dreckst, Viech, hättest du was sagen können. Nee, kannst ja nicht, bist eine Kuh. Gibt's hier? Komm schon, sonst stehen alle 10 Metern Hochstand. Hier steht jetzt nie einer? Was soll denn sowas? Ich kann mir doch einfach auf den Hochstand setzen mit genug Verpflegung, Sniper. Einfach nur da sitzen. Alles, was vorbeikommt, wird abgenatzt. Wäre natürlich auch mal eine Lösung. Wäre aber sehr langweilig für ein Let's Play. Einfach nur da zu sitzen. Zu warten. Zu warten. Zu warten und zu warten und zu warten und dann haben wir was getroffen. Das wäre mal ganz Dorf oder so. Bahnhof. Keine Ahnung, wo ich bin, aber Bahnhof und eine Tanke und was das denn? Ist das ein repairable Fahrzeug? Nee, die sind das. Interessiert mich jetzt gerade mal echt. Aber mein Nacken juckt. Ist das ein Hochstand? Nee. Da war aber gerade ein Zombie, der hat durchs Gebüsch gebackt. Seh dich doch, du Lappen. Oder sehe ich ihn? Nein. Mir zeigt hier kein weißer Punkt was an, aber ich glaube, hier sind wir nicht ganz allein. Im Panzer, da steht...